Herzliche, meine Damen und Herren, ich bin Sunam Lhamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama unterhält sich mit 1000 indonesischen Studenten. China lässt tibetisches Kloster in Gansu gewaltsam schließen. Hochrangiger tibetischer Geschäftsmann in chinesischem Gewahrsam schwer erkrankt. Schweizer Parlamentarier besuchen Tibet-Ausstellung im Anna-Göldi-Museum in der Schweiz. Repräsentant vom Tibet-Büro Taiwan trifft ehemaligen taiwanesischen Präsidenten Chen Shui-bian. Tibetische Schulen in Indien erzielen ein 100%iges Ergebnis bei den Prüfungen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sprach während eines Gesprächs mit mehr als 1000 indonesischen Studenten am Mittwoch dieser Woche über sein Engagement zur Förderung der interreligiösen Harmonie. Die Veranstaltung diente der Eröffnung des Nusantara Dharma Book Festivals, das in Zusammenarbeit mit der indonesischen Kadam Thürling Gemeinschaft stattfindet. Some say there is God, some say no God. But this simply method. Real aim is we should be more compassionate person, sensible person. So all major religious tradition, you see, carry ultimately same message and use different philosophy. Die lokalen Behörden in der Provinz Gansu haben am 31. Juli 2021 die Mönche und Nonnen des tibetischen Klosters Kadma gewaltsam vertrieben, indem sie ihnen befahlen, sich zu entkleiden und das Kloster zu schließen. Das Kadma-Kloster befindet sich in der sogenannten autonomen Hui-Präfektur Lingxia, die direkt an der autonomen tibetischen Präfektur Ganlu grenzt. Nach Angaben des chinesischen Medienunternehmens Mingde schickte die Regierung des Kreises Yongjing ein großes Polizeiaufgebot, um die Mönche und Nonnen aus dem Kloster zu vertreiben. Dies geschah einige Tage nach Xi Jinpings Besuch in Tibet am 21. und 22. Juli. Chinesischen Medien zufolge hatte das Kloster über 300.000 Yuan für den Covid-19-Hilfsfonds gesammelt und gespendet. Dies erregte die Aufmerksamkeit der örtlichen Regierung, die daraufhin verlangte, dass das Kloster seinen Reichtum zu gleichen Teilen mit der Regierung teilt. Als sich die Mönchsgemeinschaft weigerte, kamen die örtlichen Behörden in Zivil und versiegelten das Kloster. Dorje Dashi, einer der reichsten Geschäftsleute Tibets und seit 2003 Mitglied der regierenden kommunistischen Partei, der eine lebenslange Haftstrafe im Dapchi-Gefängnis in Lhasa verbüßt, befindet sich Berichten zufolge in einem schlechten Gesundheitszustand. Dorje Dashi, der Besitzer des berühmten Yak-Hotels in Lhasa, wurde nach den Protesten von 2008 unter dem Verdacht festgenommen, tibetische Demonstranten verdeckt unterstützt zu haben und angeblich Spenden an die tibetische Gemeinschaft im Exil geleistet zu haben. Angeblich wurde er wegen Kreditbetrugs angeklagt. Wie das tibetische Zentrum für Menschenrechte und Demokratie berichtet, beschlagnahmten die chinesischen Behörden nach seiner Verurteilung Dorje Dashis Vermögen, darunter 530 Millionen Yuan, und übernahmen das berühmte Yak-Hotel sowie ein weiteres Hotel in Shigatse, das ihm gehörte. Mitglieder der parlamentarischen Gruppe der Schweiz für Tibet besuchten am Sonntag dieser Woche die Ausstellung Flucht aus Tibet im Anna-Göldi-Museum in der Schweiz. Die Ausstellung zeigte Fotografien von Tibetern, die von dem bekannten Schweizer Fotografen Manuel Bauer und dem in der Schweiz lebenden sri-lankischen Fotografen Sasi Subramaniam aufgenommen wurden. Die Ausstellung zeigte den Widerstand und die Widerstandsfähigkeit des tibetischen Volkes seit seiner Flucht ins Exil. Das Museum lud auch zu einer kulturellen Veranstaltung und einer interaktiven Sitzung mit dem Fotografen ein. Das Tibet-Büro Genf trauerte um die Tibet-Unterstützerin Amma Astrid Marquis aus der Schweiz, die am 1. August im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Sie hat ihr Leben für Tibet eingesetzt und unter anderem die Schule des Klosters Sedajay unterstützt. Die Mitarbeiter des Genfers Tibet-Büros Sonam Telchin, der Präsident der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft Thomas Büchli, Tibet-Unterstützer und Mitglieder der tibetischen Gemeinschaft aus Lausanne und Genf nahmen an der Trauerfeier am Montag dieser Woche teil. Bauer Gesang Yetse, Repräsentant des Tibet-Büros in Taiwan, traf sich am Dienstag dieser Woche mit Chen Shui-bian, dem ehemaligen Präsidenten Taiwans, in dessen Residenz. Der Abgeordnete Gesang Yetse informierte ihn über den Tibet Policy Support Act, den die US-Regierung für Tibet verabschiedet hat.
Er informierte den ehemaligen Präsidenten auch über die jüngste Sejong-Wahl, die Bedeutung des Begriffs tibetische Zentralverwaltung, die vierte Verpflichtung seiner Heiligkeit des Dalai Lama, Wiederbelebung der alten indischen Weisheit und die Initiativen vom Tibet-Büro Taiwan, insbesondere die von Gangchun Printing Press, in chinesischer Sprache veröffentlichten Bücher über Tibet und tibetbezogene Themen. Das Treffen wurde von dem taiwanesischen Parlamentsabgeordneten Kuo Kuo-wen moderiert, der Unterstützung bei der Lösung der Probleme tibetischer Studenten mit der Dauer der Visa für die tibetische Identitätszertifikate zusagte. Der ehemalige Präsident forderte den Parlamentsabgeordneten auf, seine Unterstützung und Hilfe in dieser Angelegenheit auszuweiten. Die tibetischen Schulen haben bei den Prüfungen der Klasse X ein Ergebnis von 100% erzielt und damit alle Rekorde des vergangenen Jahres gebrochen. Das Central Board of Secondary Education hat am Dienstag letzter Woche die Ergebnisse der Prüfung der Klasse X veröffentlicht. An den Prüfungen der Klasse X nahmen 1226 Schüler aus 27 tibetischen Schulen in Indien teil. Der durchschnittliche Prozentsatz liegt in diesem Jahr bei 62,87%, was einen leichten Anstieg von 0,49% gegenüber dem Ergebnis des letzten Jahres bedeutet. Außerdem haben 29 Schüler aus 10 Schulen 90% und mehr erreicht und 10 von ihnen haben 95% und mehr erreicht. 4 tibetische Schüler aus der Tibetan Homeschool Masuri und 2 tibetische Schüler der Sampada Tibetan Schools Vilakubi werden dieses Jahr den Sejong Excellence Award erhalten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, auf Wiedersehen und bis nächste Woche.